Ein herzliches Willkommen hier zum nächsten Jahr. Wir sind jetzt ja schon im Jahr im Lager. Ich habe mal kurz schon mal meine Klinge gewetzt und sind jetzt auch schon einsatzbereit. Ich werde jetzt einfach auch schon mal sagen, für euch ist es wahrscheinlich ein bisschen langweilig, diese Reise zum Großjagers. Ich werde den mal jetzt mal suchen und sobald er etwas Interessantes ist, werde ich euch ihn zeigen. Erwische ein Monster mit deiner Klaue, um dich daran festzukrallen. Ey, wollt ihr ausweichen gerade? Ah. Darüber gut, danke. Der hat aber auch was gelitten. Ja. Eine Elfball wäre jetzt auch noch relativ hilfreich. Hey, Autschi, da wusste ich nicht, dass er... Hey, den wollte ich. Wenn du wegrennst, dann halte dich an die Spähkäfer. Die führen dich direkt zu ihm. Jetzt soll ich auch mal einen Trank nehmen. Der Typ hat ja jetzt auch schon einiges gelitten. Ich weiß meine Da habe ich nur gerade wenig Schaden bekommen. So, aber der hat jetzt schon... Weiß ich noch, wie viel Leben er hat. Sehen wollte ich sogar nicht. Meine Kammer. Wenn ein Monster wütend ist, halte du deine Klaue zurück, bis sich die Dinge etwas beruhigt haben. Oh Mann, jetzt ist das Monster richtig wütend. Wachte dich für heftige Angriffe. Aber jedenfalls weiß man eins. Hitboxen sind hier alles anders als schön. Weil der scheint ja manchmal zur Hälfte noch im Felsen drin. So, hier. Jetzt bin ich wieder hier reingelaufen. So. Interessiert mich trotzdem jetzt, wie viel
Leben hat das Viech jetzt hier. Friss meine Klinge, du Mistvieh. Und jetzt endgültig. Lass mich durch diese Hiebe immer... Fuck it. Schade. Schade. Gegengift, was habe ich hier? Aktion. Gutes Angelrute brauche ich wohl nicht. Ein Grillspieß auch nicht. Wetzstein werde ich gleich nochmal verwenden. Aber das war wirklich knapp. Ich werde wahrscheinlich trotzdem mir mal gleich das Möglichkeiten. Weil das war ein verdammt knapper Fight. Ich weiß nicht noch, wie viel Leben das Viech hat. Aber. Ich wollte jetzt den gerade nicht verwenden. Und da ist sogar unser alter oder neuer Freund. Die andere Seite ausweichen müssen. Ach, hier ist Korakas. So. Schau mal, das Monster ist fast am Ende. Bestimmt wird es sich in sein Nest zurückziehen, um sich zu erholen. Scheiße. Ja, toll, ich folge ihm mal. Gerede dich bloß nicht. Werde ich wütend. Autsch. Nicht im engen Raum. Kurz da irgendwo raus. Nicht getroffen, schade. Ey, das ist jetzt wieder hier so ein Handgemenge. Fuck it, ich bin gleich im Arsch. So wirklich. Auf zur nächsten. Alles so ausgedruckt. Ich kann jetzt so lange, bis ich das geschafft habe. Du? Ja, jetzt. Endgültig sterben. Kurz Stein setzen. Yes. Endlich. Gehen wir zurück und erstatten dem alten Mann Bericht. Endlich.
Juhu. Blut für die Welt. Anstrengend genug. Mann. Da muss ich jetzt einfach nur gerade erstmal B. Ah, ich habe ja da hinten noch ein kleines. Ey. Wirklich 30 Sekunden nur? Ich kann nicht noch mehr looten. Knochen. Probleme, Freunde. Wirklich? Manchmal wäre lustig, mit denen hatte ich am Anfang ein bisschen gekämpft. Ich bin ja in der Basis, und zwar jetzt. Und die Quest ist erfüllt. Und jetzt kommt erstmal die Story weiter. Also auch ein bisschen umgestellt. Ich glaube, wir haben eine Spur. Da verliert jemand aktiv Federn. Mhm. Gehen wir weiter. Das ist ein nettes Licht. Du hattest recht. Ein Puke Puke. Etwas hat ihn aufgeregt. Seht mal da drüben. Was zum Geier ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ob das vom Sora Magdaros stammt? Ich würde es gern herausfinden. Aber wir sollten zuerst Bericht erstatten. In Ordnung? Deal. Dann kann ich auch hier die Folge beenden. Nachdem wir Bericht erstattet haben. Obwohl das für manche Leute das einfach nicht interessiert, aber für mich ist das im Spiel teilweise relativ wichtig. Alles nehmen erstmal. Vitalitätswespen. Wenigstens weiß ich das auch mit den Wetzen jetzt, wenn das funktioniert. Gut, ich hätte überhaupt vergessen. Also ihr denkt, ihr habt etwas herausgefunden, das uns zum Sogan Magos führen könnte. Ich würde ja sofort Forscher losschicken, aber nicht mit einem wütenden Puka Puki in der Nähe. Puki Puki Gebiet, das liegt ziemlich tief im Wald. Wir sollten besser vorbereitet sein. Wir werden unsere Mannschaft von den Ressourcenzentrale, das Waldlager, wieder aufgebaut hat. Dann sind wir am Zug. Genau. Bis dahin tun wir alles, um diese sie bei der Errichtung des Lagers zu unterstützen. An die Arbeit. Sobald das Lager aufgeschlagen ist, kannst du mit der Jagd auf den Puke Puke beginnen. Ich frage mich, wo die Ressourcenzentrale ist. Ja, und ich werde jetzt einfach mal sagen, ich könnte mal, glaube ich, mal interessant einfach mal kurz mal so bei dem Schmied vorbeischauen, bevor ich dann einfach sage, ich beende die Folge. Aber ich will wirklich mal kurz an der Schmiede vorbeischauen. Und falls ihr Monster nur sehen wolltet, das habt ihr ja gerade schon, aber für mich ist so ein interessantes Spiel, also eine interessante Location. Mehr wert als nur kurz Monster töten. Da bist du ja, Fünfer. Ja. Keine Panik. Also so ein. Aha. Ja, die Rüstung ist dadurch groß, wird lang wird. Okay.
So, jetzt hätte ich natürlich gerne Knochenkatana. Kann ich mir das einfach so schmieden? 12 Knochen habe ich. Probieren wir es einfach mal aus. Just for fun. Schmieden wir uns jetzt mal gerade mal am Ende nochmal ein schönes Knochen-Katana. Wäre so ein bisschen mehr Angriff. Ich glaube, dafür brauche ich ein Eisalz und das habe ich noch nicht. Knochen habe ich. Und ich sage jetzt aber trotzdem, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr das Projekt mögt, abonniert den Kanal und liked das Video. So sehe ich, dass es euch dieses Projekt gefällt. Zur Erfolg könnt ihr mir noch eine positive Nachricht auf meinen Discord-Server schreiben. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis bald und tschüss.